Willkommen zurück, liebe Freunde, auf Phuket24 aus eurem Urlaubschannel hier aus Thailand. Und es ist mal wieder Sonntag. Okay, wenn das Video bei euch online geht, ist es wahrscheinlich unter der Woche. Aber wir haben Sonntag, wir haben Day Off, Ice Hut Day Off. Und wir sind mal wieder ein bisschen unterwegs und schauen mal so, was es gastronomiemäßig Neues hier auf Phuket gibt. Und da sind wir in Kamala auf dem Berg auf einem super, super schönen View, wo ein neues Café entstanden ist. Also hier gab es schon immer ein Café, aber das war so ein bisschen überschaubar, beziehungsweise nicht wirklich ein Punkt, wo man gerne hingefahren ist. Okay, der Ausblick war traumhaft, aber die Gastronomie, die ja angeboten wurde, war alles andere als einladend. Deswegen ja, hat dieser Laden hier oben auch nicht wirklich funktioniert. Und jetzt ist neuer Besitzer drauf und die haben hier einiges gemacht. Vor allem haben sie es richtig schön gemacht, richtig gemütlich, und dieses Café bzw. Café und Restaurant schauen wir uns jetzt mal zusammen mit Eis an und geben euch mal ein bisschen Eindrücke, was hier in Kamala Neues entstanden ist. Und ja, wenn ihr Bock habt, kommt mal mit. Okay? Okay. Okay. So, hier wie gesagt der Eingang und das Café mit dem schönen Viewpoint. Und das Erste, was auffällt, hier ist Selbstbedienung. Also man kann sich hier die Sachen raussuchen, im Menü anschauen, was es so gibt in der Speisekarte. Aber man muss die Sachen dann, wie gesagt, hier selbst ordern und selbst abholen. Und ja, ihr seht es, hier ist schon ganz schön ausverkauft. Also viele, viele Sachen gibt es hier nicht mehr. Ist aber auch sehr, sehr voll. Das wird er gleich im Video noch sehen. Hier Eiscreme und genau. Jetzt laufen wir hier mal so ein bisschen durch die Reihen und zeigen euch mal, was es hier alles so gibt. Ihr seht, hier ist der Restaurantbereich auch sehr, sehr schön gemacht und auch gut besucht. Und alles sehr, sehr viel mit altem Holz gemacht, also wirklich schön gemacht. Da hat sich jemand Gedanken gemacht, wie man das schön machen kann. Und Glückwunsch, ich glaube, die Rechnung ist aufgegangen. Hier nochmal so eine Terrasse. Ich hoffe, ich bekomme das gut rüber, dass ihr es seht, wie schön, dass das hier wirklich gemacht ist. Und hier der Ausblick runter aufs Meer, runter nach Kamala. Und ja, wirklich fantastisch. Und hier unten geht es weiter, laufen wir auch gleich nochmal runter. Aber laufen wir jetzt erstmal hier oben noch entlang. Also wie gesagt, alles schön mit Holz und Bambus gemacht. Richtig, richtig toll. Und hier nochmal eine Essens- und Getränkeausgabe nach hinten raus. Ihr seht auch einiges an Personal hier am Start, die hier arbeiten und hier am Tun und Machen sind. Also das Konzept hier scheint gut aufzugehen. Ist ja noch nicht so lange, eben erst seit 16. Mai, also erst vor ein paar Tagen geöffnet. Und hier auch nochmal so ein Souvenirshop integriert im Café, wo man dann eben auch nochmal so ein bisschen, ja, Souvenirs kaufen kann. Und ja, schaut mal selbst. Ganz nett gemacht und von überall aus eben dieser schöne Ausblick runter nach Kamala Beach. Hello Ice. Hello. Genau, während Ice noch auf ihr Eis wartet, denn wir haben tatsächlich Eis bestellt, gehe ich mal mit euch runter und zeige euch mal noch die verschiedenen Ebenen, die es hier gibt. Das hier ist der Staff-Bereich, also das ist nicht zugänglich für uns, aber muss ja auch nicht. So, dann gehen wir hier mal die Treppen runter. Da muss man vielleicht sagen, die Treppen sind ja in Zement gegossen. Kann man wahrscheinlich auch nicht anders machen. Ist jetzt vielleicht nicht so der Hingucker, aber okay, irgendwie muss der auch runterkommen. Und schauen wir mal. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das dann eben auch abends, wenn das schön beleuchtet ist, toll aussieht hier. So, ihr seht, ich laufe relativ langsam, will ja nicht die Treppen runterfliegen, auch wenn ihr damit dann Spaß hättet. Aber den Spaß, den gebe ich euch jetzt nicht. Und ja, schauen wir mal von unten nach oben rauf. Hier oben, wie gesagt, das Café. Und hier unten kann man dann auch schön sitzen. Ich denke mal, dass man hier abends essen kann oder ja, vielleicht in einer schönen Gruppe zusammensitzen kann, ein bisschen eine größere Gruppe hat oder vielleicht Geburtstage oder sowas in der Art feiern kann. Also richtig, richtig toll gemacht. Hier nochmal der Ausblick aufs Meer.
und dann hier eben diese schöne Location. Ja, wirklich schön. Ja, das Café ist so in den Dschungel hineingebaut, also in den Berg hier, wie gesagt, aber ja, so richtig schön in dem Dschungel drin und sehr, sehr grün natürlich, und du hörst auch keine Straße und diesen Verkehr nicht, also richtig, richtig toll. Und hier die Yoga-Lehrerin Nummer 1 aus Kamala. Hello, how are you? How you find this coffee here? Actually, I've been in there in the old place, but it's a renovation now. It's everything changed. It's pretty nice, but I didn't get my breakfast. But we wait also for the ice cubes about 20 maybe, minutes. It's a little bit long. Breakfast, yeah. I like my coffee. I like the view, but I don't have a breakfast. But I think start here 16 May, so about a short time, need a little bit for come in right in the system. It's so beautiful. Yeah. I like it. Okay, have a good time and thank you so much. Ciao, ciao, bye bye. Ja, das ist wie gesagt die Yoga-Lehrerin hier aus Kamala Beach. Sie macht es auch richtig gut. Mit ihr mal demnächst auch mal ein Video. Und aber heute, wie gesagt, wollen wir euch mal diese Location hier ein bisschen zeigen. Und danach geht es noch mal eine andere Location in Kamala, wo wir seit langem schon hingehen wollen, die Eis und ich, aber irgendwie noch nicht dazugekommen sind. Und ja, lasst euch überraschen, bleibt einfach dabei. Und schaut mal, was wir hier euch noch so zeigen können. Auch hier der Garten, also richtig, richtig schön angelegt, muss echt sagen. Da hat sich wirklich jemand viele Gedanken gemacht und recht viel schöner, glaube ich, kann man das auch nicht machen. Ja, vielleicht auch mal interessant, die Toiletten anzuschauen. Jetzt fragte mich, was will er denn jetzt mit den Toiletten? Aber ich meine, gehört ja auch dazu und gibt ja Leute, die da auch großen Wert drauf legen, wie ich zum Beispiel. Dass Toiletten sauber und ordentlich sind. Davon gehe ich jetzt hier mal aus, aber werfen wir doch einfach mal einen Blick rein und schauen wir mal, was da hier so entstanden ist. So, hier die Herrentoilette, da dürfen wir auf jeden Fall mal reingehen und dürfen mal gucken. Ja, auch alles sauber und ordentlich, also auch schön gemacht. Wirklich sagen, dafür, dass das hier eine Toilette ist, ist das wirklich sehr, sehr angenehm. Waschbecken hast du hier außen. Für Damen und Herren zusammen, also auch richtig schön gemacht. Okay, der Ablauf scheint hier noch nicht so ganz zu funktionieren, aber ist ja wie gesagt erst seit ein paar Tagen, dass dieses Lokal, diese Location hier geöffnet hat, und da denke ich, darf man ein bisschen Nachsicht haben, bis so die Automatismen ineinander greifen und das alles so funktioniert, dass die Leute auch schnell an ihr Essen und an ihre Getränke kommen. Wie gesagt, da kann man vielleicht ein bisschen Verständnis haben. Wir haben auf unser Eis jetzt auch sehr, sehr lang gewartet, aber jetzt ist es gekommen und jetzt lassen wir uns das auch schmecken. So, Baby, how is your ice cream? It's very good. Very good? You like it? Mm-hmm. Okay, how you like the restaurant? How you like the view here? Very nice view. Yeah. And good ice cream. Everything fine? Your day off Sunday, right? You enjoy it? Yes. Okay. Ja, und hier eben eine Kugel Thai Tea. Sehr, sehr lecker, muss ich zugeben, aber 120 Baht, das ist natürlich schon ein stolzer Preis. Also wir haben jetzt zwei Kugeln Eis und ein Soda nochmal für Eis dazu und haben 480 Baht bezahlt. Also das ist schon viel Geld, das muss man klar sagen. Also der Ausblick hier, das muss man nochmal sagen, wunderbar und kann man immer hier herkommen und kann sich wohlfühlen, aber man muss sich natürlich auch bewusst sein, das Ganze kostet hier auch ein bisschen mehr, kann man vielleicht verstehen, aber jeden Tag, glaube ich, kann man sich das auch nicht geben. Also ein wunderschönes Café und Restaurant, jetzt haben wir mal ein Eis probiert und mit der Eis ein Eis probiert und gegessen haben wir jetzt hier nichts, weil heute wollen wir in den Tropical Garden in Kamala gehen und wollen den auch mal austesten. Den haben wir jetzt seit einem halben Jahr auf dem Programm und haben es nie geschafft. Und der muss richtig geil sein. Also probieren wir das heute mal aus zusammen. Demzufolge können wir jetzt hier nichts essen. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Gehen wir hier her. Next time we come here and try the food for know how is the kitchen is also good or only the view is good. Or what do you mean? Yeah, we need to try next time because now we're full, right? Ja, wir sind voll jetzt und haben heute auch gefrühstückt, das ohne Kamera, wollte ich der Eis so ein bisschen
Zeit geben mit mir zusammen ohne Kamera. Aber jetzt habe ich sie dann doch wieder gezückt und habe gesagt, komm, lass uns ein bisschen was machen in der schönen Location. Also, wir verlinken dann unten in der Bio, beziehungsweise wenn ich es vergesse, und das ist ja öfter mal der Fall, dann schreibt mir gerne, dann erkläre ich euch sehr, sehr gerne, wo dieses Café hier zu finden ist. Und ja, wir machen uns jetzt auf den Weg und fahren so ein bisschen ein paar schöne Ecken ab, wo man auch vielleicht schön essen kann oder schön chillen kann. Wenn ihr Bock habt, bleibt dabei und ich würde sagen, weiter geht's. Here we go? Ja, here we go. Abhängen am Sonntag und jetzt sitzen wir schon in der nächsten Location, also nur am Fressen und am Saufen. Ich sag's, wie es ist, aber so ist es halt am Sonntag. Und eine schöne Location hier. Wir sind von Kamala nach Patong, nach Caron und jetzt fast in Rawai angekommen. Und schaut euch mal hier diese geile Location an mit diesem super, super schönen Ausblick. Das Wetter überragend, auch heute wieder am Sonntag. Ja, klar, die Eis hat einen Day off und wenn Eis einen Day off hat, haben wir immer schönes Wetter. Sie hat ein bisschen Kopfschmerzen heute, aber es geht so. Wir versuchen den Tag so ein bisschen zu chillen und fahren dann, wie gesagt, später nochmal nach Kamala in den Tropical Garden, den wir bis heute immer nur ja, von Instagram gesehen haben, immer mit schönen Posts und schönem Essen, was die da posten, aber auch von einigen Gästen schon gehört, dass das richtig toll sein muss. Da fahren wir dann noch hin und da schauen wir mal, ob wir uns da noch was zum Essen reinziehen. Aber jetzt erstmal hier ein bisschen abchillen am Sonntagnachmittag und dann hoffen, dass bei Eis die Kopfschmerzen verfliegen und dann schauen wir mal, was der Abend noch so bringt. So, und jetzt sind wir angekommen in Kamala im Tropical Garden und da gehen wir jetzt mal rein. Wir sind natürlich jetzt zu einer absolut untypischen Uhrzeit, 15.30 Uhr. Nachmittag geht man jetzt nicht wirklich zum Mittagessen, deswegen ist hier auch gerade leer. Trotz alledem wollen wir euch mal die Location zeigen. Wir sind schon mal durchgelaufen, auch das erste Mal heute und eigentlich ganz nett gemacht. Hier sitzt die Eis und die spielt schon wieder mit ihrem Telefon, wie immer. Und na, ist ja in Ordnung. Und ja, viele, viele Bilder hier aufgehängt. Ich denke mal von Gästen, die hier auch schon gewesen sind. Und ja, schauen wir mal. Also das hier ist das Restaurant. Wie gesagt, ganz nett gemacht. Natürlich ein bisschen kalt, wenn keine Gäste da sind, aber ist okay. Und ich glaube, das Highlight, so haben es mir auch die Leute gesagt, ist dann eben der Poolbereich, der auch für Gäste begehbar ist. Also kann man auch das Pool hier nutzen und kann hier chillen, wenn man kein eigenes Pool hat und ein bisschen die Seele baumeln lassen will, ist das hier auch ganz nett. Und ihr seht auch Bungalows hier, die man eben auch mit anmieten kann hier. Also ist nett gemacht und ruhig. Na, okay, wir haben Low Season, überhaupt ruhig jetzt hier in Kamala und auf Phuket. Aber ich muss schon sagen, dafür, dass ich jetzt seit 2,5 Jahren hier in Kamala lebe, hätte ich das Ding hier schon mal früher finden können. Aber gut, dann haben wir eben heute den Start gemacht und muss sagen, bisher sehr begeistert. Schaut wirklich nett aus und jetzt schauen wir mal. Wir haben beide das gleiche bestellt und zwar Jägerschnitzel. Wollten eigentlich einen Zigeunerschnitzel bestellen, aber Zigeuner darf man ja nicht mehr sagen. Also dachte ich, okay, dann bestellen wir einen Jägerschnitzel. Und Eis wollte ja auch einen Jägerschnitzel. Das probieren wir jetzt mal aus. Und dann schauen wir mal, wie das Essen hier so ist und ob man das empfehlen kann. Und ob wir dann hier in Kamala einen neuen Anlaufpunkt haben. Preislich ist das Ganze hier ein bisschen höher angesiedelt. Da kostet so ein Cordon Bleu schon mal 350 Baht. Aber im Vergleich zu Deutschland ist das ein absolut normaler Preis, aber für hier natürlich, wenn du jeden Tag essen gehst, kannst du nicht für 350 Baht pro Person, da legst du ja mit Getränke alles drum und dran, gehst du mit 900 oder mit 1000 Baht raus, das ist ein bisschen viel, aber so ab und zu mal, wenn das Essen schmeckt, dann sehr, sehr gerne, also probieren wir es einfach mal aus. So, die Eis ist schon am Probieren und das Ganze schaut jetzt ungefähr, nee, schaut genau so aus, Schnitzel, Pommes, ja, das Ganze mal zwei mit einer schönen Jägersoße. Probieren wir mal aus. Eis haut noch schön Ketchup drauf. For me also Ketchup, please. Und dann testen wir mal an und hoffen, dass das Ganze jetzt auch schmeckt. So, aufgegessen haben wir und ich muss sagen, und ihr wollt ja die Wahrheit wissen, also nicht, dass ihr immer meint, der ist ja nur am Rumnörgeln.
Das glaube ich eher nicht, aber die Wahrheit wollt ihr ja auch wissen, wenn ihr irgendwann mal hierher geht. Und ich war sehr, sehr begeistert von den Bildern im Tropical Garden, die online bei Facebook und bei Instagram, da habe ich es nämlich das erste Mal gesehen, immer gepostet wurden. Und es schaut auch sehr, sehr lecker aus, aber die Portion, muss ich sagen, sehr überschaubare Schnitzel, hauchdünn wie ein Blatt Papier und auch von der Größe her wirklich sehr, sehr wenig. Und die Eis hatte nicht so einen großen Hunger, die hat mir noch ihr halbes Schnitzel rübergeschoben, weil sonst wäre ich wirklich nicht satt geworden. Also muss ich ganz ehrlich sagen, für den Preis, wir haben jetzt über 600 Baht bezahlt, zwei Schnitzel und eine Flasche, kleine Flasche Mineralwasser. Das geht mit Sicherheit günstiger und das geht auch mit Sicherheit besser, zum Beispiel beim Helmut im Schlusslicht in Caron. Aber nichtsdestotrotz, es hat sehr, sehr gut geschmeckt, es war lecker. Aber wie gesagt, das Preis-Leistungs-Verhältnis würde ich jetzt eher sagen, zu teuer für das, was man auf dem Teller bekommt. Vor allem, wenn man jemand isst, der schon mal ganz gerne schöne Portionen weghaut, und da gehöre ich einfach dazu, ist für mich der Tropical Garden nicht die richtige Adresse. Aber wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Schaut trotzdem mal vorbei und bildet eure eigene Meinung und gebt mal Feedback ab. Und wenn ihr wissen wollt, wo der Tropical Garden ist hier in Kamala, dann fragt mich sehr, sehr gerne. Schreibe ich es euch in die Kommentare. Und ja, jetzt haben wir beschlossen, wir gehen mal kurz nach Hause, schauen, wie es unseren Tieren geht. Und danach wollen wir nochmal auf den Nacker Market fahren. Eis und ich, also Sonntagabend Nacker Market, ist auch richtig geil. Und wenn ihr Lust habt, seid mit dabei und ja, geht gleich weiter hier im Anschluss. So, herzlich willkommen auf dem Nacker Market und ja, wir sind jetzt hier, die Eis und ich, und schauen uns den Nacker Market an. Heute sind wir ein bisschen früher da und am späten Nachmittag, normalerweise ist hier abends Remi-Demi, aber abends ja, waren wir schon oft genug hier und ist manchmal dann auch ein bisschen too much. Außerdem spielt heute der 1. FC Nürnberg, der Club, sein letztes Spiel gegen den HSV, und das wollen wir natürlich live anschauen. Auch die Eis übrigens ist Club-Fan. You like FC Nürnberg also, right? Yes. Genau, und also schauen wir uns das letzte Spiel der Saison an und drücken natürlich die Daumen, und jetzt nochmal über Nacker Market, und ja, kommt mal mit und dann zeigen wir euch, wie schön dieser Nacker Market ist. Ich hoffe, dass er auch um diese Uhrzeit schon geile Sachen hat, also laufen wir mal los. Ja, was auf dem Nacker Market natürlich in erster Linie gibt, ist unfassbar viel Essen. Und zwar alles, was man sich vorstellen kann und wahrscheinlich auch, was man sich nicht vorstellen kann. Von der süßen Abteilung bis hin zu Fisch und Fleisch und ja, Omelettes hier auch sehr, sehr lecker gemacht. Oh, schaut sehr lecker aus. Und ja, wie gesagt, sehr, sehr viel mit Essen. Und unser Favorit von Eis und mir ist immer hier, und zwar sind das hier diese Chicken, die wirklich unfassbar lecker sind, und ich zeige auch gleich, wie die gemacht werden, aber so schauen sie dann auf jeden Fall aus, wenn sie fertig sind, und das ist ein absolutes Highlight. Also ich habe davor in meinem Leben noch nie ein besseres Chicken gegessen, und es ist wirklich sehr, sehr lecker. Und hier seht ihr, wie das Ganze zubereitet wird. Wird praktisch in so einem Kessel gemacht. In der Mitte ist dann das Feuer. Ich hoffe, dass das gut rüberkommt. Und hier wird dann eben dieses Chicken, was mit verschiedenen Gewürzen eingelegt wird, wird hier zubereitet. Und ich kann euch sagen, ein absoluter Geschmackshammer. Und wenn ihr mal hier seid auf dem Nacker Market, dann müsst ihr das auf jeden Fall probieren. So, die lecker Donut-Abteilung auch. Sehr lecker schaut es aus. Sabadikap. Wunderbar. Ja, und hier wieder Fischabteilung. Da bin ich jetzt nicht so der Freund davon. Also ist überhaupt nicht so meins, was aus dem Meer kommt. Aber okay, wer das gerne mag. Aber wenn ich dann die Tierchen hier so in ihren Persengs da drin sehe, muss ich ganz ehrlich sagen, da blutet mir das Herz. Bin auch Fleischesser, aber ja, keine Ahnung, ob man das so braucht. Lass ich mal so stehen. So.
Also eins ist klar, verhungern muss man hier nicht. Hier gibt es wirklich alles, was man haben möchte, Savadikap. Natürlich die Preise hier auch so ein bisschen touristisch, weil natürlich auf Naka Market gerade am Sonntag sehr, sehr viele Touristen kommen. Und dann könnt ihr euch vorstellen, sind die Preise auch angehoben. Trotz alledem für einen Tourist, der aus Europa kommt, sind die Preise absolut in Ordnung. Und man bekommt hier wirklich sehr, sehr leckeres Essen. So, dann gibt es hier natürlich leckere Shakes. Und da habe ich mir jetzt mal diesen Strawberry Joghurt Shake rausgesucht. Lass ich mir jetzt hier mal schön lecker machen. Und you want also something? I was looking first, I don't know now. Okay. Ja, seht ihr, hier wird schön Eiswürfel, dann kommt nochmal Wasser rauf und Milch, ganz wichtiger Faktor. Also alles nicht wirklich gesund, oder das ist, schaut eher nach Sahne aus, oder war das Joghurt, ich weiß es nicht. Das war das Joghurt. Genau, das war das Joghurt. Ja, wunderbar. Und dann ist das Ganze gemixt und das war es dann auch schon. Dann hoffe ich, dass das Ganze schmeckt und wunderbar. Ist okay, ist okay. Nur Plastik. Okay, Kap und Kap. So, hier der leckere Shake. Sehr lecker, ein bisschen sauer, aber schmeckt gut. Den lasse ich mir jetzt schmecken. So, und eine unserer Lieblingssüßspeisen hier auf dem Markt, das ist ein Pflichtprogramm, müssen wir uns immer reinziehen, sind Kokosnuss, weiß gar nicht, wie man es nennen soll. Ja, auf jeden Fall mit Kokosnuss, ich zeige es euch mal. Genau, so sieht es aus und die sind super lecker und how many? Yeah, order. Which one? What, like always? Okay, I'll try. Halfway alive, buddy. The head is in the way. You want some salt? Caramel or? No, no, no. Cup on cup. So, die Eis bezahlt und ich darf es essen, das ist toll. Cup on cup. So, und das sind jetzt hier 40 Baht, also wirklich ein fairer Preis. Und genau, das hauen wir uns jetzt rein. Oh, hot. Mm. And how you like it? Hot. But good? Mm-hmm. Okay. But not. So, jetzt mal raus aus der Fressabteilung und rein in die Klamotten und Accessoires-Abteilung oder wie auch immer. Also hier gibt es alles, was das Herz begehrt, vor allem für Touristen, die dann eben so ein bisschen auf Shoppingtour gehen und Sachen mit nach Hause nehmen wollen. Da kann man wirklich sehr, sehr schöne Sachen kaufen und auch zum vernünftigen Preis. Also latschen wir mal ein bisschen durch. Thank you.
Ja, Freunde, wir verabschieden uns vom Nacka Market. Es ist echt jetzt voll geworden und ja, wir sind ja fast regelmäßig da, fast an jedem Sonntag oder jeden zweiten Sonntag gehen wir da mal drüber. Und ja, wir kennen es. Und jetzt haben wir uns noch mal ein halbes Hähnchen, haben wir euch ja gerade gezeigt, mitgenommen. Takeaway, das hauen wir uns zu Hause dann gleich rein. Und dann ist der Sonntagabend auch beendet. Und dann chillen wir noch ein bisschen ab. Und morgen geht es dann weiter. Fitnessstudio ist wieder angesagt. Ich gehe ins nächste Studio und schaue mal, was da so angesagt ist, was für Geräte das da so sind. Und werde ein bisschen trainieren. Und danach geht es weiter nach Phang Nga. Morgen soll der Fußboden auf die Terrasse draufkommen und die Verbreiterung des Hauses steht an. Also würde ich sagen, jetzt machen wir den Deckel zu und ja, weiter geht's in Phang Nga. Ja, einen wunderschönen guten Morgen und Montagmorgen, es geht wieder los und wir starten mit Fitness am Morgen, wie gestern ja schon angekündigt. Es geht ein neues Fitnessstudio und zwar in Citygate hier in Kamala. Ich schaue mir heute mal an und mal ein bisschen trainieren, bevor es dann weitergeht nach Phang Nga, beziehungsweise auch ein bisschen Material einkaufen und mal gucken, was Eis so macht. Ja, Eis ist schon mittendrin, also sie braucht kein Fitnessstudio, sie trainiert zu Hause und ja, guter Start in den Montagmorgen und mal schauen, wo es dann für mich jetzt gleich weitergeht. So, laufen wir mal rein ins Citygate und schauen uns mal das Fitnessstudio an. Mal gucken, welche Konditionen das es hier überhaupt gibt. Und will jetzt nicht Jahresvertrag abschließen, also schauen wir mal. Und das Fitnessstudio befindet sich hier im dritten Obergeschoss, also im dritten Stockwerk. Und naja, ich muss ehrlich sagen, Fitnessstudio und mit dem Aufzug fahren, also das ist jetzt auch nicht so meine Welt. Demzufolge laufen wir erstmal hoch und fangen schon mal mit dem kostenlosen Workout an. Ja, das war auch in Nürnberg immer interessant zu sehen. McFit im ersten Stock. Und wenn du unten reingelaufen bist, sind dann erstmal die ganzen Keuler und Bodybuilder schön mit dem Aufzug den einen Stockwerk hochgefahren. Also für mich, ja, unverständlich. So, hier nun das Studio, der Cardio-Bereich, also Cross-Trainer hier, Fahrräder hier, Laufbänder hier, ja, und schöner Ausblick raus, auf jeden Fall sehr, sehr hell das Fitnessstudio und sehr modern gemacht. Und ja, hier der Tresen und hier nochmal verschiedene Geräte, mit denen man hier schön trainieren kann. Also ein Fitnessstudio, wo man mit Sicherheit gut trainieren kann. Ich probiere es jetzt mal aus. Also durchaus ein Fitnessstudio, was ich sehen lassen kann. Die Preise sind identisch mit dem Preis in Patong, im Keuler-Studio, wo ich davor gewesen bin. Der Unterschied ist, dass du hier für einen Tag 380 Baht bezahlst, für eine Woche 1400 bezahlst. Und das unterscheidet sich dann schon extrem zu den Preisen von Patong. Allerdings, wenn du hier einen Monat machst, bist du bei knapp 1700 Baht dabei und 1500 im Monat hätte ich in Patong bezahlt. Also ist das, wenn man so einen Monat abschließt, absolut in Ordnung. Ich habe jetzt mal einen Monat gemacht, weil eine Woche für 1400 macht ja gar keinen Sinn. Wenn ich 200 Baht drauflege, habe ich einen Monat. Also wird jetzt mal einen Monat hier trainiert und schauen wir mal, wie das Fitnessstudio hier bei mir ankommt. Was schon mal toll ist, es ist klimatisiert und war nie ein Freund von klimatisierten Fitnessstudios. Aber hier muss ich sagen, bei der Hitze, bei der Schwüle, die wir hier auf Phuket haben, macht das schon Sinn. Und ja, habe jetzt mein Workout heute hinter mir. War sehr, sehr angenehm zum Trainieren und jetzt schauen wir mal in den nächsten Tagen, was hier noch so trainingsmäßig vorangeht. Man kann auch Kurse hier machen, Yoga-Kurse und verschiedene Kurse, die angeboten werden. Ist jetzt für mich eher uninteressant, aber vielleicht für euch, wenn ihr hier nach Kamala kommt und im Urlaub mal einen Monat trainieren wollt oder eine Woche oder wie auch immer, dann ist das, glaube ich, hier ein ganz, ganz nettes Studio. Wie gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden und bin jetzt hier für heute raus und jetzt geht es weiter in den Tag rein. Wir haben 10.30 Uhr morgens und Richtung Phang Nga werde ich gleich unterwegs sein, mal ein bisschen Bambus einkaufen. Also wenn ihr Bock habt, bleibt dabei. Wir sind noch nicht fertig heute.
So, willkommen zurück, liebe Freunde. Und jetzt sind wir in Phang Nga, beziehungsweise ich bin in Phang Nga angekommen. Es regnet und bin schon seit 1,5 Stunden am Arbeiten. Will heute den Fußbodenbelag hinklatschen auf die Terrasse, dass da auch mal langsam weitergeht. Ja, und da passiert schon ein bisschen was, ihr seht. Ein paar Platten liegen schon aus. Und den Rest mache ich jetzt dann später weiter. Jetzt wird erstmal gekocht, ich habe Hunger. Und gibt, keine Ahnung, ob euch das interessiert, Bacon und Schinken, ja, Schinkennudeln nennt sich das wohl. Und köchelt gerade alles so ein bisschen vor sich hin. Und wird gleich gegessen. Und danach geht's weiter, wird gearbeitet, wird mal locht. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei. So, so langsam nimmt die Terrasse Formen an. Der Fußboden ist jetzt eigentlich fertig, wenn der Pico mal nicht wieder gespart hätte und zu wenig Fußboden bestellt hätte, wie immer. Ihr habt es ja mittlerweile schon mitbekommen. Ich bestelle grundsätzlich zu wenig. Es ist ein Drama. Also nochmal 3 Tage warten, bis die letzten Platten kommen. Und dann kann ich den Fußboden fertigstellen. Jedes Mal das Gleiche. Bin gespannt, ob ich das irgendwann mal lerne. Aber naja, zumindest kann man den Fußboden jetzt schon mal so ein bisschen erkennen, wie er ausschauen wird, wenn er fertig ist. So, und das ist jetzt der aktuelle Stand der Dinge. Soweit, so gut. Nur, wie ihr seht, am Ende der Terrasse sieht man noch den Zementboden, also den Estrich. Und da, wie gesagt, nochmal ein paar Platten nachbestellt. Die kommen in den nächsten Tagen und danach, ja, sollte das passen. Schaut aber, glaube ich, jetzt ganz nett aus. Ist jetzt alles nass, weil es regnet hier. Ich habe bei Regenwetter das gemacht heute, aber eigentlich ganz angenehm, weil ist trotzdem sehr, sehr warm. Und da war der Regen jetzt eigentlich gar nicht so lästig. Und ja, wie gesagt, bin froh, dass der Boden drin ist. Einen wunderschönen nächsten Tag hier aus Thailand. Liebe Freunde, willkommen zurück, beziehungsweise schön, dass ihr immer noch dabei seid. Und ja, heute ist Regentag und die Klimaanlage soll heute im Haus eingebaut werden. Ich warte jetzt seit 1,5 Stunden auf den Handwerker, aber ich denke mal, es hat was mit dem Wetter zu tun. Wenn es regnet, kann das Ganze so ein bisschen länger dauern, weil der Verkehr vielleicht ein bisschen zu viel ist heute. Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal, dass er noch kommt und dass wir dann die Klimaanlage installieren können. Und ja, das steht heute auf jeden Fall auf dem Programm. Und ja, die Bodenfliesen, die gestern ausgegangen sind, werden heute noch nicht da sein, also können wir da auch nicht weitermachen. Aber ich möchte noch Bambus einkaufen gehen, um dann so nach und nach für die Terrasse das Material hier zu haben. Also vielleicht bleibt ihr noch ein bisschen dabei und schaut noch ein bisschen rein und ich halte euch auf dem Laufenden, was jetzt gleich hier mit der Klimaanlage passiert. Freudiges Ereignis, die Jungs sind gekommen und es geht tatsächlich los mit der Klimaanlage. Da freue ich mich drauf, weil wir haben hier immer eine Schweinehitze in der Hütte. Seht schon, Jungs sitzen auf der Leiter und fangen so nach und nach an, die Sachen zu montieren. Und ja, wie gesagt, schauen wir mal, ob das Ganze dann heute vonstatten geht und eben auch heute fertig gemacht wird. Hier seht ihr schon das ganze Equipment, was hier rumliegt. Also Klimaanlage habe ich euch ja letztens gezeigt, wie ich sie gekauft habe. Also da habe ich jetzt auch nicht gespart, sondern wirklich was Gutes und Teures gekauft. Und hier seht ihr schon mal nur das Klimagerät. Also ein ganz schöner Apparat, aber das Ding hat 26.000 dB oder wie sich das nennt. Also ich denke mal, hier wird schon einiges an Musik rauskommen. Ja, und wer nach Regen schreit, der bekommt Regen. Also die Regenzeit ist jetzt definitiv angekommen. Der dritte Tag am Stück, wo es wirklich regnet und nicht wirklich wenig regnet, sondern es haut ganz schön runter. Und für die Jungs ist auch nicht so toll, weil die Klimaanlage muss überwiegend im Außenbereich montiert werden. Und das ist natürlich jetzt gerade nicht möglich. Also warten wir ein bisschen ab. Hab den Jungs was zu trinken besorgt. Und ja, vielleicht noch ein kleines Mittagessen gleich hinterher. Und dann hoffen wir, dass dieses Wetter mal eine kurze Pause einlegt, um die Klimaanlage fertig zu installieren. Ja, so arbeitet man hier in Thailand raus zum Fenster ohne Sicherheitsmaßnahmen. Da ist nichts mit Absicherung.
So, die Klimaanlage ist an der Wand und läuft auch schon, 21 Grad eingestellt und haut eine ganz schöne Luft raus, also richtig toll. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung für dieses Gerät. Und hier außen jetzt der Ventilator, der Lüfter, das Hauptgerät ist jetzt hier angebracht und sorgt jetzt hier für schöne kalte Luft. Also, Klimaanlage hängt an der Wand, alles funktioniert, so muss das sein, 15.30 Uhr. Jetzt wird mal eine Stunde hier aufgeräumt, dass die Bude wieder ein bisschen nach was aussieht. Im Moment echt wie ein Bombenangriff hier. Dann noch ein bisschen eine Kleinigkeit essen und dann gibt es schon wieder den Club Talk, das letzte Spiel vom 1. FC Nürnberg. Muss ja noch zusammengefasst werden, da habe ich richtig Bock drauf, nehme ich überhaupt keinen. Nach der Niederlage, nach der erneuten Niederlage in Hamburg, aber ist halt wie es ist. Letzter Spieltag, fassen wir nochmal schön zusammen, gleich mit meinen zwei Freunden hier auf CFTV. Und ja, wir sind für heute, denke ich, auch mal durch mit dem Video. Nicht, dass es wieder zu lang wird und machen wir einen schönen Cut, machen wir ein schönes Ende dran. Danke fürs Reinschauen, liebe Freunde, liebe Thailand-Freunde. Und ich habe gehört, in Deutschland regnet es auch, also euch geht es nicht anders wie mir. Und wobei, hier ist Regenzeit und bei euch ist Sommer und langsam sollte auch mal ein bisschen schönes Wetter nach Deutschland oder nach Europa kommen. Ich wünsche es euch von ganzem Herzen und danke euch nochmal ganz herzlich fürs Reinschauen. Bleibt dabei auf Phuket 24 Hours. Es freut mich immer, wenn so viele Leute und so viele Kommentare da sind. Ist zwar viel Arbeit, jeden Kommentar zu beantworten, aber mache ich total gerne. Ist ja auch Arbeit für euch, Kommentare zu schreiben. Also, wie gesagt, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön auch von unserem Partner Avia, die sich immer wieder freuen, dass ihr hier dabei seid und vielleicht mal eine Tanke ranfährt in Nürnberg oder wo auch immer eine Avia-Tankstelle ist. Fahrt da gerne mal hin und holt euch mal einen Snack oder eure Kippen oder tankt euer Auto voll. Damit unterstützt ihr Phuket 24 Hours und ja, ich sage Dankeschön, liebe Grüße und macht's gut, bis zum nächsten Video. Servus, ciao, bye bye.